Nun hat sich der Herr Bundesminister Martin Kocher gemeldet. Bitte, Herr Minister. Vielen Dank, Frau Präsidentin, werte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, Hohes Haus. Ich gehe davon aus, eigentlich, dass wir alle fünf Fraktionen die gleichen Ziele verfolgen. Es geht darum, dass in einem Bereich, wo es einen großen Personalbedarf gibt, wo es natürlich auch Schwierigkeiten gibt, die verstärkt wurden durch die Pandemie und die Herausforderungen, in diesem Bereich Lösungen zu finden, die dazu führen, dass möglichst viele Menschen sich dafür entscheiden, in diesem Bereich zu arbeiten. Und wir wissen, dass dieser Bedarf besonders groß ist. Deshalb finde ich es besonders schade in diesem Zusammenhang, dass die Frage der Pflegelehre, die ja ein kleiner Bestandteil einer größeren Strategie der Bundesregierung ist, dass die jetzt ideologisiert wird und nicht die Dinge abgewogen werden richtig. Auf der einen Seite verstehe ich, dass man durchaus skeptisch sein kann. Auf der anderen Seite glaube ich, ist es der richtige Weg, alle Möglichkeiten zu nutzen, um einen Notstand in der Pflege, was die Personalknappheit betrifft, abzuwenden und eben auch auf andere Länder zu schauen, die damit positive Erfahrungen gemacht haben, wie die Schweiz eben. Deshalb bin ich dafür, dass wir diese Lehre zur Pflegeassistenz und zur Pflegefachassistenz einführen. Es ist eine Pilotlehre, wie so viele andere Lehrberufe auch, also nicht anders als bei vielen anderen Lehrberufen. Es wird eine wissenschaftliche Evaluierung geben und dann wird man die Erfahrungen dort bewerten. Und natürlich verstehe ich auch die Stellungnahmen einiger Berufsverbände. Da gibt es Sorgen um die Kapazitäten für die Ausbildung. Es gibt Sorgen über den Jugendschutz. All das haben wir in diesem Entwurf, in diesem Gesetz berücksichtigt und werden es natürlich auch weiter in der Umsetzung begleiten. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig zu sagen, wir brauchen viele Zugänge und einige wurden ja genannt. Es geht um Pflegeschulen, es geht um die 3- bis 5-jährigen Pflegeschulen, die ausgebaut wurden. Es geht um das Pflegestipendium, das jetzt seit Beginn des Jahres existiert und 1.400 Euro garantiert für Menschen, die aus der Arbeitslosigkeit heraus sich für eine Pflegeausbildung entscheiden. Es geht um die Corona-Job-Offensive, wo eine fünfstellige Zahl von Menschen in der Pflege ausgebildet wurden. Es geht um Erleichterungen, auch das ist wichtig, ist angesprochen worden gerade, Erleichterungen beim Zugang zur Rot-Weiß-Rot-Karte, damit wir qualifizierte Menschen aus anderen Ländern nach Österreich bringen, um hier tätig zu sein. Und es geht auch um weitere Dinge. Und im Paket gestern sind einige Dinge auch genannt, bei Nostrifizierungen und bei vielen anderen Dingen. Der Gesundheitsminister und ich sind im engen Austausch. Wir reden über alle Möglichkeiten und unterstützen damit, auch das ist wichtig zu sagen, ja, die Länder und die Trägereinrichtungen, weil die Pflege keine reine Bundesaufgabe ist. Und ich glaube eben, dass die Pflegelehre ein Baustein ist, ein wichtiger Baustein, aber sicher nicht der einzige Baustein. Es geht um eine Lehre zur Pflegeassistenz und zur Pflegefachassistenz, die natürlich nicht diplomierte Pflegekräfte ersetzen kann. Die gibt es ja weiterhin und wir werden mehr davon brauchen. Es geht um die Assistenz dazu. Es geht um Vorteile dieser Lösung. Die Lehrlinge in diesem Bereich werden ab dem ersten Tag ein Lehrlingseinkommen bekommen. Das gilt nicht für diejenigen, die in Pflegeschulen sind. Da gibt es auch ein garantiertes Mindestunterstützungsniveau, aber das ist geringer als das, was die Lehrlinge bekommen. Und auch die Betriebe, die Trägereinrichtungen bekommen eine betriebliche Lehrstellenförderung, so wie viele andere Betriebe auch, die die Lehre nutzen, um eben Fachkräfte auszubilden. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass das mit den Jugendschutzbestimmungen sehr ernst gemeint ist, weil das ein wirklich wichtiger Faktor ist. Wir wissen aber gleichzeitig aus Studien, dass es viele junge Menschen auch schon im Alter von 15 und 16 Jahren gibt, die ein großes Interesse an Sozial-, Gesundheits- und Pflegeberufen haben. Und die Pflegelehre eröffnet diesen Menschen eine weitere Möglichkeit, um in diesen Berufen tätig zu werden, neben den bestehenden. Und wir werden sehen, wie das genutzt wird. Wie gesagt, die Schweiz ist hier ein Land, das sehr früh diese Lehre eingeführt hat, das auch sehr viel gelernt hat in dieser Zeit, seit 2006. Und mittlerweile ist es der drittbeliebteste Lehrberuf in der Schweiz von allen Lehrberufen.
Ich möchte also noch einmal an alle appellieren, hier konstruktiv zusammenzuarbeiten im Sinne der Pflege, weil es geht um die Pflege, es geht um alle Beschäftigten dort, es geht um das Gesundheitssystem. Ich möchte mich bei der Gelegenheit auch bedanken bei allen, die mitgearbeitet haben. Das war ja keine ganz einfache Vorbereitung mit vielen auch beteiligten Gruppen, die politische Abstimmung auch mit den Bundesländern. Und ich möchte mich bedanken, dass 4 Bundesländer im Herbst schon sehr rasch jetzt nach diesem Beschluss heute mit der Ausbildung starten. Es wird wahrscheinlich 4 Berufsschulklassen geben in Vorarlberg, Tirol, Oberösterreich und Niederösterreich, jeweils eine Klasse. Und dann werden wir diese Möglichkeit weiter ausbauen. Ich halte es für eine wichtige Zielsetzung, den Pflegeberuf aus allen Zugangsmöglichkeiten so attraktiv wie möglich zu gestalten und die Pflegelehre, die Lehre für die Pflegeassistenz und die Pflegefachassistenz ist ein Schritt dazu und ich bin froh, dass wir den heute gehen. Danke sehr. Applaus